In dieser unheimlichen Burg soll es spuken. Geisterjäger durchsuchen nachts die Burg Gleichenstein. Ausgerüstet mit vielen Geräten versuchen sie, Kontakt zu angeblich verstorbenen Seelen aufzunehmen. Also ich spüre da neben dem Fenster, knapp neben dem Fenster, diese Frau, diese weibliche Energie. Die Burg Gleichenstein in Thüringen, in der Nähe von Erfurt. Erstmals erbaut 1071 auf einem kleinen Hügel. Im Mittelalter viele Schlachten. Heute gehört die Burg diesem Mann, Christoph Weidner. Er hat sie vor 6 Jahren gekauft, will sie sanieren, veranstaltet dort Events und Partys. Mit angeblich ungewöhnlichen Beobachtungen, festgehalten auf Fotos. Wir hatten einen Geburtstag, da stand die gesamte Geburtstagsmannschaft unten auf der Terrasse und hat dann also quasi Lichtgestalten über den Hof ziehen sehen. Christoph Weidner, selbstständiger Umweltpädagoge, berichtet uns auch von einem weiteren Foto, auf dem ein Geist zu sehen sein könnte. Hier hinter dem Fenster. Dort sehen er und angeblich auch viele andere ganz deutlich einen Ritter in Rüstung. Um das Rätsel zu lösen, hat der abergläubische Burgherr heute die Geisterjäger eingeladen. Eine 6-köpfige Truppe aus Erfurt, die europaweit paranormale Phänomene aufdeckt. Also einfach gesagt, Geister aufstöbert. Sie machen das sogar kostenlos. Die halten uns schon manchmal für total bekloppt. Aber das juckt uns nicht, das ist unser Hobby. Wir sind davon überzeugt, dass es so etwas gibt. Eines muss man ihnen lassen, sie haben eine ganze Menge technische Geräte, um die Geister aufzuspüren. Es piept und blinkt. So macht man es den Geistern leicht, denn auch die nutzen angeblich magnetische Schwingungen, um sich bemerkbar zu machen. So sagen es die Geisterjäger. Am Ofen, da steht auch jemand. Okay, dann heißen wir euch herzlich willkommen in unserer Runde. Und ihre Stimmen kann man angeblich auch ganz deutlich hören. Ganz einfach mit einer Autobatterie mit Drähten obendrauf. Achtung! Angst haben die Geisterjäger nicht, denn die Geister seien wohl immer sehr freundlich. Jetzt wird der Strom abgestellt, um alle störenden Schwingungen zu beseitigen. Und dann werden Cleo und Heike eingesetzt. Sie können die Geister sogar sehen, weil sie übernatürliche Kräfte haben, sagen sie. In den oberen Stockwerken der alten Burg sind die Räume, in denen die früheren Bewohner im Mittelalter geschlafen haben. Und vielleicht sind sie ja noch immer dort, nur als Geister. Hier rechts hinten in der Ecke. In der da? Da steht ein Stuhl, da sitzt jemand. Dort, wo wir gar nichts sehen können, dort sieht Cleo eine Frau mit ihrem Kind, ganz deutlich. Das ist ein typisches Kind. Also es ist lebensfroh und es hat viel Energie. Es scheinen Mutter und Sohn zu sein. Jetzt versuchen wir gerade rauszufinden, warum sie hier sind, ob sie hier gelebt haben, ob sie hier gestorben sind, was hier allgemein passiert ist, was sie mit diesem Ort zu tun haben. Und jetzt kommt's. Die Geisterjäger setzen ein weiteres technisches Gerät ein. Es handelt sich um ein einfaches Katzenspielzeug. Gibt's für 4 € im Internet und leuchtet im Dunkeln. Aber, so sagen die Paraforscher, er kann auch von Geistern bedient werden. Die unsichtbaren verstorbenen Seelen antworten damit auf Ja-Nein-Fragen. Unser Kamerateam beobachtet, dass der Ball tatsächlich manchmal blinkt, aber auch ohne, dass Fragen gestellt wurden. Dieser Ball reagiert auf Berührung, leuchtet dann halt auf und bedeutet für uns in dem Sinne erstmal Ja. Ne, weil wir ja die Ansage gemacht haben, für Ja bitte aufleuchten, für Nein bitte nichts. Die Burgchronik bestätigt die These, in den vergangenen 1000 Jahren haben tatsächlich auch verschiedene Frauen hier gelebt. Und eine dieser Frauen könnte rein theoretisch der freundliche Geist aus dem Zimmer im ersten Stock sein. Und der Burgherr, der freut sich. Zu hören, wer hier so noch sich rumtreibt, ist auf jeden Fall immer spannend. Man versucht natürlich da die Geschichte dahinter rauszufinden und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es sich eigentlich eher dann beruhigend anfühlt. Warum die Geister hier sind, dieses Rätsel konnten die Geisterjäger heute nicht lösen, aber sie bleiben dran. Schließlich ist es ein spannendes Hobby und egal, ob es hier spukt oder nicht, die Ghost Hunter sind und bleiben begeistert.
Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.